selbst zum Beispiel die Augenpartien hervorzuheben, dass so ein gewisses Klemmsen in die Person reinkommt. Also die Tiefe, also dass du in den Kopf reingucken kannst, ist in einem Prozess so entstanden, dass die Augen definieren muss. Okay. Du meinst beim Schauen dann? Genau, dass der Betrachter in die Person reingucken kann. Musst du, also eigentlich ist es nur der Glanzeffekt der Augen. Und dann kriegt der Mensch, dann wird er zu der Person. Und da bin ich gerade, an dem Punkt, wie kriege ich das, also wie kann ich in die Person reingucken? Aha. Aber nicht in den Konflikt, den du beschrieben hast, gerade mit der Genauigkeit. Je genauer ich bin, desto mehr beschreibt man auch und desto mehr wird es auch irgendwie oberflächlich. Ja, gesetzt, gesetzt. Genau. Dass das Leben nicht mehr passieren kann. Genau. Und diese Zufälligkeit, das ist das Schöne, was da noch steht, deswegen steht da ja noch, dass diese Linie da aus diesem Kopf rausgeht. Ja, genau. Ja. Und da findet sich dann einfach, weil da kommt so eine Körperlichkeit plus, dass der Zufall einfach diese Linie da hochgeschrieben hat. Da kann man jetzt reininterpretieren, was man will. Es kann ein Gedanke sein, es kann Zigarettenqualm sein. Es kann Zigarettenqualm sein, es kann eigentlich erstmal alles sein. Ja. Und das ist so, wo ich gerade dazwischen stehe. Also du hast ja schon ganz gut erfasst. Naja, das ist das Erleben. Ich meine, mich würde es interessieren, du gehst ja immer vom Menschen aus. Ja. Und hast du dann die Idee, in den Menschen reingucken zu wollen, beziehungsweise das so zu malen, dass man in den Menschen reingucken kann? Oder was ist dein gedanklicher oder erkenntnistheoretischer oder auch empirisch erkenntnistheoretischer Weg, dahin zu kommen, dass man in den Menschen reinschauen soll? Ist das eine Idee, die am Anfang steht, oder kommt es erst beim Malen aufgrund von Betrachtungserlebnissen, die dich nicht zufriedenstellen? Beides ein bisschen. Also am Anfang, also beginnen tut es ja, also die letzten jetzt, die beginnen ja, die vorher, die waren manchmal ganz abstrakt, da war es einfach nur ein Gefühl, was dann irgendwie auf die Leinwand kam. Ja. Also diese Öldinger. Ja. Bei denen ist es ja jetzt, dass quasi die Wahrnehmung des Menschen im Raum, jetzt Berliner U-Bahn. Ja. Und da geht es ja nicht erstmal, dass ich in die Person reingucken will, sondern, obwohl ein bisschen schon, weil also dieses Charakter, was wir vorhin hatten, diese Charakterentzerrung quasi durch Masken, durch Hüte, durch Sonnenbrillen, durch was weiß ich, wie wir uns alles tragen, Klamotten, Kragen hochstellen, Rollkragenpullis, ja. Definieren wir ja, also wir können Charakter definieren, aber wir nehmen uns auch unseren realen, also unsere reale Identität so, weil wir uns verkleiden. Ja. Und du hast dann die Idee, was ist da eigentlich für ein Mensch dahinter? Genau, was ist dann für ein Mensch dahinter? Und dann beim Malen, also wenn ich diese Abstraktion des quasi mit dem Vergessen arbeiten, wir hatten das gesagt, irgendjemand hat das mal gesagt, irgendein Künstler. Also dass man mit dem Vergessen arbeitet, man nimmt, man betrachtet die Person in der U-Bahn, macht eine Vorskizze, dann vergisst man den Typ wieder oder die Frau und dann nehme ich das halt mit ins Atelier und probiere quasi dieses Vergessen zu nutzen, um nicht diese Person zu zeichnen, sondern das Gefühl des Charakters. Weißt du, wie ich meine? Also und dann kann beim Malen schon auch entstehen, dass durch eine gewisse Linienführung die Gestik, ob er so guckt oder zwei Zentimeter, hat ja eine Bedeutung. Ja, oder so. Aber wenn was hast du vergessen? Die Person. Die optische Person oder die optische Person? Die Erinnerung an die Person.
die Erinnerung an die Person und also den Charakter, also die Intuition, also das Gefühl des Charakters, würde ich sagen, ist schon noch da. Weil der ja auch in der Skizze drin ist. Den Charakter und den Moment, es geht ja auch um den Moment, wie ist der Charakter in dem Moment, während er in der U-Bahn sitzt. Und kannst du den dann für dich formulieren? Oder ich meine, wie? Also du vergisst die Person, aber irgendwas bleibt. Das bleibt ja immer irgendwas. Also mit Menschen, die du siehst, bewusst wahrnimmst, bleibt ja was von den Menschen, den du bewusst wahrgenommen hast. Also irgendein Gefühl bleibt ja dabei. Und das ist ja das Problem. Was ich dann in der U-Bahn auch habe, den Konflikt, wenn der eine hier mit so einer schwarzen Maske sitzt, hier mit so einem riesen Maulkorb, vielleicht noch eine Kappe auf oder so, dass es ja dann immer schwieriger wird. Was bleibt damit? Das meine ich mit vorhin mit der Connection, mit der Verbindung. Also was bleibt dann von dieser Kommunikation? Manche wollen ja auch gar nicht die Kommunikation, ich will die auch manchmal nicht. Ja, mich interessiert jetzt der Prozess beim Malen. Also du machst eine Skizze. Genau. Und dann vergisst du die Person, kannst dich auch nicht mehr erinnern, wo du sie gezeichnet hast. Doch, das geht. Also das heißt, du hast schon noch ein Bild oder eine Erinnerung von dem Erlebnis, als du gezeichnet hast. Genau. Und diese Skizze ist der Zwischenschritt quasi. Dadurch, dass die Skizze ja schon wieder abstrahiert ist und irgendwie eine U-Bahn beim Wackeln so oder im Stehen. Ja. Oft lehne ich da an der Wand. Ja. Dann geht das ganz schnell so, wie dein Kumpel irgendwie so. Fleisch gewordenes Papier, so nach dem Motto. Und dieses nimmt man dann mit, stellt sich dahin, guckt sich das nochmal an, dann kann man zurückdenken, okay, was war da für eine Aura, was hat die Person ausgestrahlt, was hat das ausgemacht und dann das zu übertragen. Und dann ist ja die nächste Abstraktion wieder in dem Bild, dem das quasi auf das größere Format kommt. Und dann das auszuformulieren. Und da bin ich gemerkt, wenn dann irgendwann man also diese Augenpartie definiert mehr, dann wird es halt stärker kannst du mehr Charakter oder was, kannst du tiefer reingucken. Ja, man sagt ja, die Augen sind das Fenster zur Seele. Genau. Und da bin ich gerade erzählt, also wie erzählt, hatte ich überlegt, was eigentlich bräuchte ich nur die Augen, aber dann verliert man so eine Körperlichkeit, die auch wichtig ist, finde ich, für den Menschen. Die Mimik darf man ja nicht außer Acht lassen, was dann so eine Geschichte erzählt. Ja. Das hatte ich ja mit Daniel, ich weiß nicht, ob der dabei war. Der dann, als Kindergärtner habe ich ja gefragt, für was machen Kinder, wenn du dann dastehst mit deiner Maske? Aha. Haben die gelernt, mit den Augen, also Mimik und Gestik und Charakter und Atmosphäre und Aura und keine Ahnung, was Menschen alles so haben, zu lesen. Also gerade in der Intelligenz eines 2- oder 3-Jährigen. Was haben die gelernt? Ja, die haben ja gelernt, dass wir jetzt ständig einen Maulkorb aufhaben, eine Maske aufhaben. Ist das für die normal oder finden das komisch? Und was sagt er? Also ich glaube, sie verstehen es noch nicht so richtig, aber sie können auch ihn lesen, also Stimmungen lesen, über die Augen. Ja, wobei man bei Daniel sagen muss, Daniel ist ja derart kommunikativ. Genau. Dass das auch über die Sprache geht bei ihm. Ja, total. Das funktioniert, glaube ich, wenn du zum Beispiel der U-Bahn, das funktioniert nicht bei jedem. Wenn du nicht so open-minded bist wie Daniel, der ist ja schon sehr offen und geht auf einen zu, dann wird die Kommunikation, glaube ich, schwieriger. Ja, wobei ich mir denke, war ja auch in der U-Bahn schon immer eigentlich schwierig. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Also dieses Tanz war ja schon immer da. Ja. In der U-Bahn, genau. Und jetzt noch vermehrt. Also das in sich gekehrt sein ist ja schon. Ja, aber es ist die Frage, ob nicht das dazu führt, dass die Menschen mit anderen Sinnen einander wahrnehmen. Na, das ist die Frage. Das ist halt der Weg, das rauszufinden.
Also die Kommunikation findet ja trotzdem statt. Aber auf welche Weise? Was, also das meine ich mit den Augen. Wir können über Augen kommunizieren, definitiv. Inwieweit spielt dann die Geste? Inwieweit kannst du eine Person lesen? Du brauchst ja nicht unbedingt eine Mimik, um eine Person lesen zu müssen. Die Mimik ist ja der Moment, die quasi die Reaktion des Momentes beschreibt. Ja, wieso? Wie liest du Personen? Also, wir haben jetzt sehr Intuition, wir lesen ja alle. Das ist ja das Dobe an und das Gute zeitgleich an Vorurteilen. Weil eigentlich lesen wir nutzen Vorurteile, um Menschen, also in der Sekunde, ob man eine Person mag oder nicht, ob man eine Person sexy findet oder nicht. Also das sind ja so schnelle Vorurteile, die wir aus irgendwelchen Schubladen holen. Und dasselbe macht man ja auch, wenn man Personen sieht. Man hat ja ein Gefühl. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen schade für die Person, wenn man die ja gar nicht kennt eigentlich. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht zum Beispiel, dass ich, wenn ich nicht verbal kommuniziere, also wenn ich auch keine verbalen Botschaften kriege, dass ich dann andere Eindrücke von Menschen kriege, als wie wenn ich sie reden höre und höre, was sie sagen zum Beispiel. Also das ist mit Kennenlernen, weißt? Also wenn ich jemanden kennenlerne, das heißt, wenn ich mich, wenn ich auf vielen Ebenen kommuniziere und auch auf der sprachlichen Ebene, dann kriege ich eigentlich auf der sprachlichen Ebene kriege ich viel mehr Einblick darin, wie, sagen wir mal, jetzt eine Persönlichkeit tickt, die mir gegenüber ist. Wenn ich die Sprache nicht habe, sondern nur visuell gehe, dann habe ich, man könnte mal sagen, pauschalere Eindrücke. Ja, definitiv. Man könnte vielleicht auch sagen, universellere, aber das Universelle ist jetzt eine Hypothese. Ja, das ist ja deine eigene Hypothese. Das ist ja der Konflikt dabei. Die Verteidigung, also die Person, die du betrachtest, kann sich ja gar nicht verteidigen. Wenn du verbal kommunizierst, oder sagen wir so, wenn eine Interaktion entsteht, sei es verbal, sei es Blickkontakt, dass man den Blickkontakt aufnimmt und eine Reaktion kommt, dann kann er sich auch noch verteidigen oder quasi gegen mein Vorurteil arbeiten. Aber wenn ich die Person einfach nur betrachte und du guckst irgendwie da an die Wand und ich gucke dich an, wie reagierst du, wie stehst du, bist du cool, bist du entspannt, bist du müde? Ja. Dann ist das rein meine Interpretation. Ob das stimmt oder nicht, sagt mir eigentlich nur meine Intuition und meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das kann total falsch liegen. Und deswegen bin ich bei dir. Also wenn du kommunizierst, sei es verbal, ich glaube, verbal ist dann der tiefste Weg, weil dann quasi noch eine Reaktion kommt, wo du selber auch nochmal mehr darauf reagieren kannst. Ist ja ein Dialog dann richtiger. Ob das mit Tiefe gleichzusetzen ist, das stelle ich jetzt mal als Frage dahin. Da brauchst du ganz lange wahrscheinlich für. Weil Tiefe ist ja, also Tiefe hängt vom Dialog ab. Tiefe des Dialogs hängt vom Dialog ab, aber Tiefe des Erkennens, sage ich jetzt mal, also der Begegnung, hängt nicht nur vom Dialog ab, sondern es hängt auch von der Toleranz. Von der Toleranz, das hängt aber auch von der Offenheit ab und das hängt, sagen wir mal, von der seelischen Kompatibilität ab. Ja. Weil je kompatibler du bist, desto tiefer kannst du sinken in den Seelenraum des anderen eigentlich. Und der Seelenraum ist ja mehr als das Hirn. Der ist ja mehr als die Persönlichkeit, das ist auch die nicht entfaltete Persönlichkeit. Das ist das Potenzial, also da ist ja unheimlich viel an Dingen, die uns gar nicht permanent so klar und bewusst sind. Ja, also bei Menschen. Ja. Also das Gespräch ist intellektuell, der Mensch ist organisch. Genau. Ja. Das ist manchmal mit Verteidigung. Da kannst du ja viel mehr manipulieren. Also die Ehrlichkeit des einfach nur Betrachtens hat auch eine gewisse Ehrlichkeit, wenn du das fühlen kannst. Das ist die Frage, ob wir die andere Person richtig fühlen können. Nur übersehen.
Das wird, glaube ich, schwierig, weil das Verteidigen kann ja auch wieder ein Verstellen sein.